Es gibt ja nicht nur so reguläre Poetry Slams, wie das hier einer ist, sondern gelegentlich auch mal ein bisschen andere. Und ich war kürzlich auf einem solchen, das war ein Themen-Slam. Und dann bekommt man ein Thema vorab zugewiesen, über das man einen Text schreiben muss. Und das Thema war Klima. Und ich saß 3 Tage vor dem leeren Blatt und dachte, fuck, Klima, ey, was machst du da? Und dann kam mir die einzig sinnvolle Idee und die einzig wirklich auch brauchbare, was man natürlich über Klima schreiben kann. Pinguine, das läuft. Das ist also ein hochpolitischer Text. Eine Lehrerin erzählte mir vor kurzem mal, dass eine ihrer Schüler bei einem Klassenausflug in den Stuttgarter Zoo einen Pinguin geklaut hat. Er hat ihn einfach in seinem Rucksack mit nach Hause genommen. Einfach so. Geiler Typ. Ist ja irgendwie auch verständlich, schließlich sind Pinguine ziemlich coole Schweine. Ich würde auch gern einen Pinguin zu Hause haben. Ist mir doch egal, ob die erwachsen oder nicht. Ich will einen haben. Und dafür will ich keinen aus dem Zoo klauen oder zur Antarktis reisen müssen. Ich will hier einen. Und das ist möglich, wenn wir alle gemeinsam an diesem Ziel arbeiten. Wir müssen nur die entsprechenden Umstände schaffen, dass es sich hier heimisch fühlt. Ich will ja auch mal im Sommer meinen Namen in den Schnee pissen, wenn ich gerade Lust darauf habe. Und wenn ich Minigolf spielen will, dann soll der Laden auch offen haben, egal wann. Schluss mit diesem Schwarz-Weiß-Denken. Ich will einen Pinguin. Und Erdbeeren. Für Erdbeeren ist aber gerade nicht die Jahreszeit. Ich scheiße auf deine Jahreszeiten. Wenn alle mithelfen, wird es hier bald nur noch eine Jahreszeit geben und die heißt Awesome. Das ganze Jahr über gliedert sich lediglich in Less Awesome, wenn es ein bisschen kälter ist und Totally Awesome, wenn es ein paar Grad mehr hat. Man weiß auch nie so genau, was man am nächsten Tag bekommt, aber dann kann ich auch mal im Mai-Schlittschuh laufen gehen. Ich will meinen verdammten Pinguin, der kennt sich mit Eis aus. Dafür fahre ich sogar ins Wendland und räume eigenhändig die Leute mit meiner Draisine von den Schienen. Wenn die Atomkraft stoppen, komme ich nie zu meinem Pinguin. Scheiß Egoisten. Müssen wir auch mal ein bisschen an andere denken. Wir brauchen noch mehr Kohlekraftwerke, die hauen das CO2 noch ordentlich raus. Egal welche Kraftwerke, Hauptsache viele. Zu Hause heizt sich in der Less Awesome Zeit deshalb nicht nur mit der Ölheizung, sondern auch noch mit Strom. Aber weil das viel zu warm ist, lasse ich immer die Fenster offen. Auch jetzt gerade. Einbrechen wird niemand, denkt ja jeder, ihr seid zu Hause, weil Fernseher, Stereoanlage, Mikrowelle die ganze Zeit laufen. In meinen Lampen hängen keine Glühbirnen, sondern Tauchsieder. Aber als ich bemerkt habe, dass das irgendwie nicht so wirklich hell macht, habe ich mir schnell noch einen Jahresvorrat an 100 Watt Glühbirnen geholt, als das noch ging. Haha. Die Tauchsieder machen mir jetzt mein Badewasser warm. Ich finde Baden zwar unglaublich langweilig und dusche immer nur, aber das heißt ja nicht, dass das Wasser nicht warm machen könnte. Wir brauchen mehr Kühe, mehr Methan, denn wir im Treibhaus sitzen und nicht mit Gasen sparen. Das ist aber auch schon die einzige Daseinsberechtigung für Kühe. Sie sollen die Pinguine nach Europa furzen. Jetzt muss ich endlich mal was ändern, jedes Jahr dasselbe, das ist langweilig. Ich will im Radio auch mal hören, bitte Vorsicht, am Goldnitzer Kreuz kommt Ihnen ein Rudel freilaufender Pinguine entgegen. Wir müssen mehr fliegen, mehr Kohle abbauen und verbrennen, wir brauchen mehr Poinseln, marodere Tanker und die Bahn geht mit ihrer Preispolitik den richtigen Weg, fahrt mehr Auto. Wir brauchen keinen Mr. Burns, der uns die Sonne verdunkelt. Wir brauchen eine überdimensionale Lupe, die das Sonnenlicht auf die Antarktis bündelt und dafür sorgt, dass sie restlos wegschmilzt. Nur dann können die Pinguine auf Eis schauen und eine riesige Flutwelle zu uns rüberschwappen. Die Welt muss näher zusammenrücken und Pinguine sind somit die Globalisierungsbotschafter, denn sie werden überall sein. Pinguine. Da steht er. Mein Pinguin heißt Stinguin. Aber so werde ich ihn nur rufen, wenn er was angestellt hat, sonst nenne ich ihn Stingu. Aber da er kein Deutsch spricht, versteht er auch nicht, dass ich ihn damit disse. Und dann gehe ich mit dem Schlittschuh laufen. Und wenn dann eins von diesen Körperklaus-Kindern dahergewackelt kommt und ein Pinguin an den Flügeln festhält, dass es nicht umfällt, dann gebe ich ihm einen Rucksack und sage, geh nicht so, hol dir deinen eigenen. Und um euch alle auf meine Seite zu holen und von meinem Vorhaben zu überzeugen, sind hier die 5 besten Gründe, warum Pinguine viel cooler sind als Hunde. 5. Pinguine kacken nicht auf dem Gehweg. Jedenfalls habe ich das noch nie gesehen und damit ist das Fakt.
Erfolgs. Wenn das Herrchen eines Pinguins sein Tier ähnelt, hat er auf jeden Fall viel Erfolg bei Frauen, weil sie ihn so süß finden. Versucht das mal mit einem Hund. Drittens, Pinguine haben coole Namen. Zweitens, ein Pinguin braucht nicht so viel Auslauf. Man kann ihn locker in der Badewanne halten. Also wenn man die Tauchsie da rausnimmt. Und der eindeutigste Grund, weshalb Pinguine cooler sind als Hunde, ist, wenn ein Pinguin aus dem Wasser kommt, stinkt er nicht nach nassem Hund. Dankeschön.